Weißt du was? Dieses Codad-Ding ist echt eine feine Sache. Daddy! Sehe ich ganz genauso, Brady. Zwei Familien, die als eine Einheit funktionieren. Oh! Alles in Ordnung? Ja, natürlich. Kinder, wir haben eine Überraschung für euch. Kein Hin und Her mehr an Weihnachten. Kein Hin und Her mehr an Weihnachten? Habe ich doch gerade gesagt. Ja! Wir feiern alle zusammen wie eine normale Familie. Wir feiern alle zusammen! Hallo? Grandpa Kirk? Mein Dad wird sich über alles lustig machen, wirst schon sehen. Dein Vater kennt den weiterentwickelten Dusty noch nicht. Und wer wäre nicht beeindruckt von dir? Der! Großer Gott! Wunderschön! Das klingt jetzt vielleicht seltsam, Dusty, aber er ist wunderschön. Wunderschön! Bitte, fahren Sie den Wagen schon mal vor. Wir treffen uns draußen, kapiert? Sofort, Sir, klar. Ich meine, nein. Tut mir leid, ich bin nicht der Fahrer. Ich bin Brad, der Stiefvater. Wieso ist er hier? Weil mein Daddy auch kommt. Dad! Da ist ja mein großer Junge! Komm her! Und dass Brad jede Männlichkeit fehlt? Ich meine, sein Wabbelkinn, der weiche Unterbauch, das stört dich kein bisschen? Wisst ihr, mich beschleicht gerade das Gefühl, dass ihr vielleicht lieber gerne allein wärt. Ricky! Arthur! Oh nein! Pass auf, Sir! Weg da! Ich will den perfekten Weihnachtsbaum für uns alle finden. Denkst du, ich kann nicht mit einer Kettensäge umgehen? Oh ja! Das geht wie durch Butter! Brad, ist das nicht alles? Baum fällt! Brad, du hast gerade eine Handymast gefällt. Ich glaube, Brad ist wieder tot. Brad, geh nicht in das Licht! Noch 5 Minuten, dann darf ich Josef sein. Wirf diesen Schneeball und wir warnen Codads. Willst du da jetzt weiter so rumspacken oder traust du dich, Brad? Der hat noch nie im Leben Sport gemacht. Was? Vielleicht klebt's an seiner Hand fest. Weißt du, Dusty, du bist es nicht wert. Verarscht, du bist es total wert. Dad!